War ja klar. Lockgelautet und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Obscuritas. Ja, heute ist der Ton hoffentlich ein bisschen besser als letztes Mal wieder. Und in der letzten Folge haben wir ja die tolle Arthur-Puppe getroffen und Spinnen. Also zwei Sachen, die ich absolut nicht abkann, haben wir jetzt schon abgehakt. Das heißt, jetzt kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Hoffen wir mal. Wir gehen einfach mal dafür. In den Raum hier. Wo ich jetzt eher so weniger Lust drauf habe. Okay. Oh, warte mal. Ja, okay. Natürlich. Ich sehe jetzt schon, dass hier diese Dinger fehlen. Okay. Also ihr wisst, was ich meine, diese... Boah, Alter. Diese Sterne halt. Warte mal. Alter, ist das gruselig. Auf dem Bild wird der Mann verfolgt, auf dem nicht. Okay. Wir haben Batterien. Und wir haben noch irgendwas. Ah, das erste Teil. Okay. Sehr gut eigentlich. Problem ist jetzt nur herauszufinden, wo machen wir das dran? Oh, wir haben einen Zettel. Und jetzt das nächste Teil. Meine Arbeit geht immer noch zu langsam voran. Wenn ich nicht langsam Fortschritte mache, dann werde ich zur Lebzeit nicht mehr erfahren, ob die alten Geschichten wahr sind. Achso, das war schon. Okay. Dann können wir uns ja das Ding nicht nehmen. Wir müssen natürlich erstmal das Ding hier irgendwo dran packen. Machen wir mal eh. Ich habe keine Ahnung, wo das hin muss. Aber so sammeln wir wenigstens schon mal die ganzen Teile. Das heißt, wir haben noch drei, die wir suchen müssen. Kann ich irgendwas aufmachen? Oh nö. Alter. Das sind Geräusche, ne? Alter Schwede. Oh, cool. Streichhölzer, das ist gut. Haben wir noch gar nicht. Genau wie das. Wir haben jetzt einen Schlüssel. Wir haben dieses Ding. Wir haben Batterien. Wir haben dies, das. Wir haben viele Sachen. Und das ist schon mal sehr gut. Soweit. Aber irgendwie müssen wir auch noch herausfinden, welche Reihenfolge das haben soll. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Guck mal, es sind immer mehr Menschen auf dem Bild. Alter. Da kriegt man echt schon Paranoia. Oh nein. What the fuck? Alter. Ah. Das war gemein. Boah, Alter, was macht ihr mit mir? Was soll denn das? Was habe ich euch getan? Boah. Ich meine, es war ja klar, was passiert. Ich wette, der guckt gleich nicht mehr runter. Nein. Nicht du schon wieder. Lass das. Hm.
Wir haben aber keinerlei Hinweise. Wie viel? Doch, wir haben Hinweise. Die Bilder, verdammte. Oh. Seht ihr? Ja, es ist gut drauf zu zeigen. Aber das ist das Dreieck. Warte mal, wir müssen mal reloaden. Du bleibst da gefällig sitzen, ey. Du Olle. Du Olle. Dreieck ist das erste. Ach, bleib da bloß sitzen, ich schwöre. Das Plus ist quasi das letzte. Das ist das meiste. Jetzt ist halt nur die Frage. Von wo nach wo geht man jetzt? Also eins war Dreieck. Das heißt, hier müssen wir tauschen. Ich denke, es wird von links nach rechts gehen. Dreieck. Dann wäre zwei entweder Viereck oder was anderes. Plus war das letzte. So, gucken wir mal, was hier auf dem Bild war. Das sind jetzt schon drei bzw. vier Personen. Das heißt entweder... Ne, warte mal, das genau, das heißt, die müssen auf jeden Fall getauscht werden. Dann könnte man eigentlich... Wow, okay, hey, geil. Ja, das ging doch ganz gut. Besser als ich gedacht hätte. Boah, ist auch so ein Zimmer, das würde ich nie freiwillig gehen. Boah, Alter. Staubsauger. Aber mehr ist hier nicht? Hm. Doch, das ist eine Schatztruhe, die geht nicht auf. Das sind nur Geräusche, du, da passiert nichts. Hoffe ich. Ist ja ganz schön hier. Muss man schon sagen. Alter, das war aber gemein. Wir haben noch einen Schlüssel. Wofür ist der letzte Schlüssel? Achso, der wird wahrscheinlich hierfür sein, ne? Ja, natürlich wird er dafür sein. Okay, liebe Freunde, das war schon wieder mit einer neuen Folge von Obscuritas. Kann ja eigentlich gar nicht sein. Wir sind gerade mal 7 Minuten dabei. Hm, nee, das lassen wir nicht so stehen. Das können wir nicht so stehen lassen eigentlich, ne? Müssen wir weitermachen. Ja, machen wir weiter. War ja klar. Könnt ihr das Licht nicht mal anlassen? Diese Frau geht mir ganz schön auf den Nerven, ey. Jetzt haben wir keine Batterien mehr. Das war klug, jetzt schon zu wechseln. Boah, ich wette, gleich kommt irgendwas. Oh nö, nicht wieder runter. Ja, von da kommen wir doch quasi erst. Boah, jetzt alle Bilder wieder, die eben schon im Spiel gesehen. Boah, fuck it. Mann. Hey, Tiger! Der ist ja cool. Mach mal Licht an, ne? Es ist nicht ganz so hell, leider, trotzdem. Vielleicht hat es mir aufgefallen, in den Videos ist es nicht wirklich hell, deswegen können wir das vielleicht mal gucken, ob wir ein bisschen heller stellen können. Vielleicht reicht das ja schon für die Videos, ich weiß es nicht. Auf YouTube ist das ja immer so eine Sache. Wir gucken erstmal, was wir hier so alles haben. Der Tiger ist ja schon sehr cool. Also wir haben hier 4 Räume. Also, wow, wow, wow. Also quasi, wir sind von hier gekommen. Und 2 Durchgänge. Da ein Raum, da ein Raum. Der Weiße wird wahrscheinlich offen sein. Da gehe ich mal stark von aus. War ja klar.
War gut. Geiler Jumpscare, Alter. Heftig. Im Schlüssel. Boah. War kein Rätsel? Ah. Ich bin in den letzten Tagen mit meiner Arbeit gut vorangekommen. Es fehlen nur noch ein paar merkwürdige Kreaturen. Aber immerhin weiß ich, habe noch nie etwas davon gehört. Okay, da hat sie gerade komisch gesprochen. Ich hätte wahrscheinlich nicht hier reingehen dürfen. Ja, komische Kreaturen, das sind es auf jeden Fall. Aber wir können mal das Licht anmachen. Beziehungsweise die Kerzen. Die verraten ja einem immer noch ein bisschen was. Beziehungsweise geben hier so ein bisschen... Licht können wir natürlich auch anmachen eigentlich. Mit den Kerzen, da findet man halt immer so ein paar versteckte Hinweise noch. Aber... Das ist jetzt wohl nicht der Fall. Würde ich sagen. Machen wir mal das Licht an. Und gucken mal, haben wir hier irgendwas? Hier lag der Zettel drauf, da lag... Also hier wird nichts mehr sein, denke ich mal. Wir haben ja den Schlüssel, um weiterzukommen schon mal. Das ist gut. Das war ein heavy Rätsel auf jeden Fall. Das sieht auch wieder nach Rätsel aus. Zumindest kann man damit nichts machen. Weil Licht könnte man mal anmachen. Ja, genau. So. Oh Gott. Ich habe ja Silent Hill Shadow Memories gespielt. Von daher, so einen Schlüssel unter einem Kleid zu finden oder so. Also was man, wo man halt Reißverschluss zieht oder so. Keine Ahnung. Das wäre jetzt irgendwie so meine, ne? Ihr wisst, meine Vermutung. Aber dem ist aktuell noch nicht so. Vielleicht müssen wir erstmal in den nächsten Raum gehen. Gucken wir doch einfach mal. Das war eine Blume. Oh, hi. Das sieht aber auch wieder irgendwie nach Rätsel aus. Warte mal. Arthur scheint von seinen Reisen durch die Welt wohl alles mitgebracht zu haben, was er finden konnte. Was wollte er nur mit dem ganzen Kram? Das ist eine gute Frage. 10 Punkte für Gryffindor. Nee, aber... Das ist echt... Hier muss doch irgendwo irgendwie ein Rätsel hinterstecken. Alter, habt ihr das gesehen? Ja, ich habe hier leider gar nichts aktuell. Weißt du was? Nee, du weißt auch nichts, ne? Gut. Dann... Können wir in den Raum mal gehen? Ne, da waren die Puppen, ne? Genau, da wart ihr. Das bringt dann ja nichts. Dann gehen wir mal hier gucken. Ach, du meine Güte. Oh, hallo. In jedem Raum ist hier doch ein Rätsel, da wette ich mit. Batterien! Endlich wieder! Ich wüsste gerne, was der immer sagt. Und ich wüsste halt gerne, ob hier wirklich ein Rätsel ist oder nicht. Das sieht so nach Rätsel aus. Jeder Raum hier sieht nach Rätsel aus. Mal weitergehen. What the fuck? Du passt hier nicht ganz hin. Und du auch nicht. Batterien. Irgendwie passt hier nichts zum anderen. Irgendwie, ich habe keine Ahnung. Ich kann aber auch nicht erkennen, wo man hier was machen soll. Oh, da wird eine längere Folge, glaube ich. Länger als geplant. Oh, ich will nicht, dass du irgendwas hast für mich.
Hast du irgendwas für mich? Hast du irgendwas für mich? Da hätte ich kein Problem mit. Du guckst mich schon an. Jetzt nicht mehr. Die hat auch nichts für mich, ey. Hinten auch nicht. Irgendwas bewegt sich hier. Ich weiß nur nicht was. Warte mal, was war das denn dahinter? Die spiegelt sich so total komisch hier. Also sollte das irgendwas heißen, ja. Warte mal, hat die sich bewegt? Ist die nach vorne gekommen ein Stück? Oder ist das nur Einbildung? Ich hoffe mal, es ist Einbildung. Wahrscheinlich gehen wir da später nochmal rein und dann kommt da irgendwas. So, wo waren wir denn noch nicht? Wann sind wir gekommen? Das heißt, wir waren noch nicht hier. Auch die Tür geht natürlich auf und da ist wieder diese blöde Puppe. Aber es muss nichts Schlechtes sein. Obwohl ich dich nicht mag. Ich mag dich überhaupt nicht, blöde Puppe. Aber es bringt ja gar nichts hier. Ja, verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel dafür, das ist schon klar. Du nicht mal einen Schlüssel für mich. Ich habe keine Ahnung, wo hier jetzt das Rätsel sein soll. Ehrlich nicht. Ich renne mal wild hin. Wild umher, ne? Hallo? Kann natürlich sein, dass wir hier was übersehen haben, aber wir haben ja hier einen Schlüssel rausgeholt, dann wird hier nicht noch einer sein. Und ein Schlüssel war hier. Dann sind wir hier zu den Kleidern, dann sind wir da reingegangen. Zu den Tieren, genau. Hier können wir halt nichts machen, nichts verändern an den Dingern. Das vielleicht im Maul da liegen? Nee, ne? Nein, hat er nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Dann waren wir in welchen Raum? Rechts hier, ne? Ja, hier müssen die Masken sein. Genau. Oh! Huch! Okay. Okay, okay. Ich habe eine Maske aufgenommen. Weil die sah halt irgendwie komisch aus, auf einmal. Ja, jetzt ist halt die Frage, wo kann ich die hinpacken, ne? Ich muss die ja tauschen können mit irgendeinem. Das ist ja so einer davon. Ah! Ach, guck mal an. Das fällt mir jetzt erst auf. Die tauschen wir mit dem, dann tauschen wir die, die ich jetzt habe, mit dem. Und die dahin, dann muss das doch passen. Ah! Boah, geil, ey! Schlüssel wäre jetzt trotzdem nicht schlecht. Eine Tür, die ich öffnen kann. Kann ja jetzt eigentlich nur die sein, oder? Nee, Quatsch, kann nur die sein. So rum. Aber die fehlt uns ja noch. Seht ihr? Okay, liebe Freunde, das war dann aber wirklich eine neue Folge von Obscuritas. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen haben sollte, gebt einen Daumen nach oben. Ab. Lasst ein Abo da. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, Alter, und ciao.